So, da bin ich wieder, euer Bioschmied mit LS19 und der Neutrisischmarsch. Mach jetzt nebenbei auch immer noch Verträge, weil ja das Geld, womit wir unser Feld ja kaufen wollten, jetzt natürlich wieder ein bisschen zurückgegangen ist. So, jetzt können wir hier nochmal die restliche Fläche. Mal zu Ende mähen, dass er dann gleich noch einen Schwader rüberziehen kann. Ich hätte das Mähwerk jetzt auch hinten dran machen können, ist eigentlich egal, so rum. Ja, die Dinge, das Feld muss ich auch noch machen. Oh Mann. Wollte ich das eigentlich nicht. Ach, hier ist ja noch was. Oh. Wobei wir das eigentlich auch erst so lassen. Dann setze ich den hier ab. Auch den quasi im Busch. Hol mir den Striegel. Quatsch, den Striegel. Heu habe ich ja noch. Brauche jetzt Gras für die Tiere. Also erstmal spare ich das, dann sammle ich das mit dem Wagen ein. Mit dem Aufsammelwagen. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt hier so erkältet bin, keine Ahnung. Kommt das wieder? Dachte, ich wäre gerade mal gesund. Naja, aber ich weiß schon ganz genau, wo das herkommt. Man einfach meint, auf der Arbeit mitten im Winter, also es waren 5 Grad draußen oder noch weniger, einfach mal die Fenster aufzumachen in der großen Industriehalle. Tja, was soll man da noch sagen? So, dann kann er hier sein Geschäft ein bisschen nachgehen. Wir müssen mal gucken, dass wir dann... Oh ja. Macht er das jetzt? Fährt er da jetzt um die Kurve so weit, dass er... Oder bricht er jetzt die Arbeit ab? Ich habe keine Ahnung. Das müsste eigentlich auch gleich bald fertig sein, weil den Trecker bräuchte ich dann eigentlich zum Neuansehen. Ich wollte ja da mal Soja drauf pflanzen. Mal gucken, wie der Sojapreis ist. Beziehungsweise mal zwischendurch auch gucken, wie hoch der Hopfenpreis ist. Weil den Hopfen haben wir jetzt angelagert. Ist jetzt auf 1200 hochgegangen und in der Brauerei, das ist sehr schön und deswegen werden wir den auch gleich abfahren, wenn wir dann einen Trecker haben. Trecker. Der MT, ich weiß gar nicht, wie weit der ist. Der scheint aber fertig zu sein hier, oder? Düngen. 87? Nein. Thank you.
So, dann lassen wir den hier nochmal ein Stück zu Ende fahren. Obwohl, da ist auch noch nichts. Ist auch noch nichts. So, mal gucken, wie das auf der Karte aussieht. Oha, siehste. Kann er hier nochmal ein paar Bahnen fahren und dann müsste es eigentlich auch gut sein. Ne? So, der macht schön seinen Schwaderdienst. Das ist ja zumindest schon mal gut, dass der das mittlerweile kann. Ich weiß gar nicht, ob das im LS17 auch der Fall war, dass er das konnte. Keine Ahnung. Kann ich euch nicht sagen. Wir brauchen auf jeden Fall das Gras hier für die Pferde. Ich habe jetzt kein Fahrzeug über, ne? Das ist so ätzend. Und das hier geht mir auch ein bisschen zu langsam alles. Könnte man das drehen fast schon selber machen, ja? Ein gutes Fahr dein Ding und dann ist gut. Und wenn da so ein bisschen überstehen bleibt, mein Gott, soll der Bauer es selber machen. So, hier können wir schon mal Stroh reinhauen. Ist mir jetzt gerade so eingefallen, hier stehen ja auch noch ein paar Ballen. 5 Stück. Und in der Halle sind auch noch ein paar. Ich weiß gar nicht, Autoload-Trailer habe ich gar nicht gehabt. Ne? Doch, hatte ich gehabt, aber wieder verkauft, glaube ich. Deswegen, jetzt müssen wir... Weiß nicht genau, wie rum ich hier reinfahren muss. Oder reinfahren kann. Ich probiere es jetzt einfach mal. Wenn ihm das reicht, dann. Ups. Ich bin heute selber zum Essen eingeladen. So, schauen wir mal. Jawohl, es geht. Ah, ich bin so müde, ey. Knall mir mal. Zum Pennen, ey. Schauen wir mal, was die Pferde jetzt hier kriegen. Fabio. Oha, da kann er noch mal ein paar Ballen reinhauen. Wasser ist voll, Stroh, Hafer, genau, Hafer und Heu. Oh, da war ja gar nichts mehr drin. Ja, Musik jetzt passend zu den Pferden, ne? So, da ist nämlich eine Heuballengabel drin. Brauchen wir gar nicht unsere eigene holen. Nehmen wir uns hier zwei runter. Ja, schon passt. Das Cosplay wollte ich eigentlich nicht. Kann man in Sicherheit auch im Cosplay einfahren. Weg da! Jetzt komme ich!
weiß gar nicht, wie viel Stroh da rein muss. Schön, dass du einfach durch die Mauer gehen kannst, Pferd. Das würde ich auch gerne können. So, Pferde. Heu habe ich auch. In beiden Formen. Ich weiß gar nicht, wie das. Aber Hafer halt nicht, ne? So. Dann brauchen wir gar kein. Doch, Heu brauchen wir, ne? Dann müssen wir den ganzen Mist noch wenden da hinten. Ein bisschen wechseln hier hin. Wir müssen Rock machen, ja. Rocky, Rocky. So, dann gucken wir mal. Hier steht nämlich das Heu. Wie wir das Heu jetzt dahin kriegen, ne? Der ist auch immer noch nicht fertig hier. Kurz mal auf die Karte geguckt. Okay. Schade, dass das Sim nicht auf der Minikarte an, auf der Minimap auf der Minikarte angezeigt werden kann. So, das müsste ja aber dann eigentlich gleich beendet sein. Ah ne, ist schon fertig. Okay. So, dann haben wir nur noch zwei. Bei Ballenpressen und so, das mache ich nicht. Das ist mir zu doof. Grubbern ist okay, aber Unkraut bekämpfen geht auch. Und dafür bräuchte ich dann auch einen Trecker. Das ist nämlich die Geschichte halt, ne? Zwiespalt so ein bisschen. Feld kaufen oder Trecker kaufen. Also ich würde gerne noch einen 1000er kaufen, beziehungsweise man könnte jetzt auch sagen, man kauft noch einen 900er. Noch einen 900er. Dahin brauchen wir mit maximaler Leistung, dann sind wir schon bei 317. Und dann brauchen wir noch Breitreifen und Gewichte sind 320, passt, kaufen. Zack, scheiß drauf. Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber okay. Dann haben wir jetzt einen Trecker mehr. Der ist ja auch fertig, der kann nach Hause. Dann können wir wieder mehr Aufträge machen und unser eigenes Zeug auch. Weil unsere, den bringen wir jetzt nach Hause. Dann, oh, unsere Zeit ist auch schon wieder um. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen hoch. Einen Daumen da und Abo nicht vergessen. Glöckchen anmachen, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, tschüss, euer Biospiel.